Seit wir auf der Welt sind, lösen wir uns von unseren Eltern ab. Stück für Stück, immer ein bisschen mehr, bis wir erwachsen sind und uns dann irgendwann fragen, wie genau sieht eigentlich eine gesunde Beziehung zu unseren Eltern aus? Völlig unabhängig davon, wie die Beziehung von dir und deinen Eltern genau ist, wie viel Kontakt sie haben oder nicht haben, folgende Punkte deuten ganz allgemein auf eine gelungene Ablösung hin. Wieso kann man das so allgemein sagen? Also im Grundsatz geht es beim Menschsein darum, dass wir von Anfang an uns ablösen und die Eltern uns von Anfang an freigeben. Das ist eigentlich der Prozess des Erwachsenwerdens. Dass wir irgendwann selbstständig sind, auf eigenen Beinen stehen und dann ja irgendwann vielleicht uns auch selber fortpflanzen und dann wieder auf jemanden schauen. Gehen wir zusammen die Checkliste durch. Du hast dich von den elterlichen Erwartungen befreit. Das heisst, du lebst das Leben, das du möchtest. Ganz unabhängig davon, wie deine Eltern es sich für dich vorgestellt haben. Da gehört zum Beispiel dazu, dass du für dich entscheidest, wie viel Kontakt das du magst haben. Auch da wieder völlig unabhängig davon, was deine Eltern für das Bedürfnis haben. Kommt ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel ist man schuldig oder nicht schuldig? Ja, und da gibt es die ganz radikale Hypothese haben, wir sind unseren Eltern gar nicht schuldig. Wir haben nicht entschieden, dass wir existieren, das haben sie entschieden, dass es uns gibt. Und darum gibt es kein «Ich schulde meinen Eltern etwas». Wenn man so ganz radikal denkt, das ist natürlich im echten Leben nicht ganz so einfach. Du hast aber genauso auch deine eigenen Erwartungen an deine Eltern losgelassen. Und du hast akzeptiert, dass sie dir vielleicht nicht alles haben können geben können, was du von ihnen gebraucht hättest. Auch wenn das vielleicht wehtut. Wie kann so ein Prozess aussehen, das loszulassen? Dass man zum Beispiel in einer Auseinandersetzung wie merkt, boah, ich hätte mehr Aufmerksamkeit gebraucht von meinen Eltern. Der erste Schritt ist immer, dass man das mal sagen kann. Da kommt sehr viel Schuld und ich darf meine Eltern nicht kritisieren. Und im nächsten Schritt kommt dann oft, dass man findet, wieso haben sie mir nicht mehr Aufmerksamkeit gegeben. Und eine Ablösung wäre dann, zum sagen, hey, das ist etwas, was meine Eltern nicht haben können. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt schaue ich, dass ich mir die Aufmerksamkeit gebe, die ich brauche. Du spürst dich und deine Bedürfnisse, auch wenn du um deine Eltern herum bist. Und du stehst zu ihnen und traust dich, Grenzen zu setzen, egal welche Konsequenzen drohen. Unsere Eltern geben uns im Verlauf unserer Kindheit gewisse Sachen mit und andere eben genau nicht. Es ist etwas so, wie wenn sie uns den Koffer packen würden, wo wir nicht genau wissen, was drin ist. Also es hat Wert, Glaubenssätze, Annahmen über die Welt. Unsere Verantwortung als Erwachsene ist, den Koffer Stück für Stück auszupacken, schauen, was es alles drin hat und dann zu entscheiden, was von dem das wir brauchen und was nicht. Und last but not least, je mehr du dich von deinen Eltern ablösest, desto mehr kommst du in die Eigenverantwortung. Jetzt geht es darum, dass wir uns selber ein guter Elternteil sind und uns das geben, was wir brauchen und uns gut tut. Ist das überhaupt möglich, sich so selber den Elternteil zu sein? Ja, das ist möglich. Die Arbeit mit dem inneren Kind, haben sicher auch schon viel gehört, dass man wie schaut, was hätte das Kind gebraucht. Jetzt hat das Kind nicht bekommen, was das Kind war. Und jetzt schaffe ich einen Erwachsenenanteil, der dem inneren Kind gut schaut, dass es ihm gut geht. Im Idealfall macht man das in einer therapeutischen Beziehung, wo man wie so eine korrigierende Erfahrung bekommt und das nachher dann selber lernt und dann später mit sich selber machen kann. Und bei wie vielen von diesen Fragen hast du das Kreuzchen auf Ja setzen? Du kannst es gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn du magst. Mich würde es mega interessieren. Ablösungsprozesse sind, je nachdem wie die Beziehung geprägt ist, nicht immer einfach. Aber it's a journey. Und es geht vor allem darum, einfach mal loszulaufen. Wichtig ist, Ablösung von unseren Eltern ist nicht ein Verlust, sondern immer ein Gewinn. Du gewinnst nämlich die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Und auch eure Future Kids werden es euch danken, wenn ihr jetzt anfangt, eure Verletzungen zu arbeiten. Weil alles, was wir in einer Generation nicht bearbeitet hat, hat Auswirkungen auf die folgende Generation. Es lohnt sich also. Wir machen mein Thema. Hier findest du eine Reportage von den Kolleginnen von REC zum Thema Ausziehen verboten, wenn Eltern dich zurückhalten. Und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Also hier.